Ja, hier wieder beim Koali und bei Magic Duels Origins. Wir sind hier auch als Gefangener noch, kämpfen wir noch gegen für Gerechtigkeit. Ja. Hyksos, der Gefängniswärter, bewundert dich dafür, dass du deine Überzeugung vertrittst. Er lehrt dich Hieromagie. Hieromagie, okay. Die Magie, die auf Recht und Ordnung fußt. Okay, also lernen wir im Gefängnis Zeug. Und starten. Die Artworks sind cool. Die Ladezeiten sind ein bisschen hart, aber gut. Das ist so ein Spiel. Kann aber auch an meinem Rechner liegen. Ein Zug in Magic ist in verschiedene Phasen unterteilt. Zu Beginn deines Zuges enttappst du all deine getappten Karten und ziehst eine Karte. Es gibt zwei Hauptphasen, eine vor und eine nach dem Kampf. Die meisten Zaubersprüche kannst du nur in einer deiner Hauptphasen wirken. Wenn eine Karte auf deiner Hand leuchtet, kannst du diesen Zauber wirken oder dieses Land spielen. Ach, erzähl. Du kennst bereits die Kampfphase, in der Kreaturen angreifen und blocken. Sämtlicher Schaden, der Kreaturen zugefügt wird, heilt am Ende jedes Zugs. Danach beginnt der nächste Zug. Mhm. Haben wir auch schon gesehen, übrigens. Diese Fertigkeitsquest beginnt in deiner ersten Hauptphase. Ein Dunkelschlickdrache steht zwischen deinem Elfenkrieger und dem Sieg. Finde einen Weg anzugreifen und in diesem Zug zu gewinnen. Könnte dieser Weg wohl aussehen? Wir haben hier einen Rückruf auf der Hand. Bringe eine Kreatur deiner Wahl auf die Hand ihres Besitzers zurück. Nee, den können wir aber nicht spielen, weil wir haben nur drei grüne Mana und kein blaues. Was der kostet ja blau. Aber wir haben Gott sei Dank eine Insel auf der Hand. Und zack. Auf die Hand zurück mit dir. Weg da. Und mit allen angreifen. Blocken kann er nicht. Schaden. Zack. Gut gemacht. Yay. Den richtigen Zauberspruch zur richtigen Zeit zu wirken, kann den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen. Aha. Gut, das zu wissen. Okay, jetzt das eigentliche Duell. Wir haben zwei Ebenen. Können wir eigentlich irgendwie einen Legend machen? Keine Option auf dem Mulligan. Wahrscheinlich können wir das noch nicht, weil wir zu klein sind oder so. Aber gut, die Hand ist okay. Wir können alles spielen, außer dem Adler. Wenn wir eine Mana nachziehen, haben wir einen Adler. Ich weiß auch gar nicht, inwiefern diese Duelle hier geskriptet sind. Also ob wir immer dieselben Sachen auf der Hand haben, je nachdem wie wir das spielen. Ich fürchte schwer, dass es so ist. Ja. Wäre eine blöde Sache für das Spiel, aber gut. Wir starten, spielen Elite-Vorhut. Rot. So, wir gehen mal weiter. Und da er keine Blocker hat, greifen wir mit allem an. Drücke mir schon mal von vornherein schon mal zwei Schaden ins Gesicht. Spielen wir eine Ebene und fangen wir hier mit unserem 3-1er weiter an. Mehr Schaden nächste Runde, wenn er nicht zum Blocken raushaut, was ich mal stark vermute, dass er macht. Er hat auch einen Ruhmsucher. Okay. Sehr schön. Wir hätten jetzt auch das Land irgendwie übrigens erst später spielen können. Wäre es vielleicht sogar besser gewesen, keine Ahnung. Zumindest mit unserer Hand. Wir greifen wieder mit allem. Oh nein, wir haben den Angriff übersprungen. Ach, ich Idiot. Okay, falsche Taste gedrückt. Na gut. Mal sehen, inwiefern uns das jetzt hier behindert. Indem wir einen kompletten Angriff ausgelassen haben. Haben auch nichts gespielt, wenn man uns jetzt quasi einen Zug zurückversetzt.
Und es ist unnötig schwer gemacht. Gleich zwei Fehler in einem. So, was haben wir hier? Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Ist okay. Wir spielen jetzt hier den Adler, weil er hat auch einen Flieger. Ich glaube, das wird das erste Spiel, wo wir Lebenspunkte verlieren. Es sei denn, er blockt jetzt mit allem. Kann er natürlich gerne machen. Fände ich sogar ganz gut, wenn er mit beiden blockt. Er blockt nur mit einem. Das habe ich mir schwer vermutet. Zack. Jo. Immerhin haben wir eine Kreatur von ihm entfernt, haben aber auch unseren unseren Katzenflieger verloren. Die kennen wir auch schon. Den kennen wir auch schon. Und greift nicht an. Okay. Das ist gut. Dann schauen wir doch mal, wie intelligent der Gegner ist. Aber wir können danach nichts spielen außer dem. Der würde auf jeden Fall, wenn er unten angreift, auch sterben, wenn er geblockt wird, auch wenn ich ihm Plus gebe. Von daher greife ich mal nur mit dem Flieger an und versuche ihm seinen Flieger wegzuholen. Obwohl, der würde auch sterben. Ich versuche ihm den Flieger wegzuholen. Wir haben ja noch einen auf der Hand. Komm, blocke mich. Block! Ja, sehr schön. Jetzt macht es keinen Sinn, das zu spielen, weil die würde nichts bringen. Dann spielen wir direkt nochmal den Flieger. So, und ich schätze jetzt schwer, wenn er angreift, dann werde ich mit dem Flieger nicht blocken. Dann lasse ich Schaden durch. So, ich blocke jetzt nur einen. Ich finde den Flieger zu gut, als dass ich den jetzt in den Block reinschmeiße. Er spielt sonst nichts. Ist okay. So, wir haben jetzt hier noch so einen Typi spielen. So einen Typi spielen. Okay, jetzt machen wir es halt vor dem Kampf. Habe ich ja eben auch erklärt, ne? Wir sollten das nach dem Kampf machen. Manchmal geht es mit einem durch. So, gegen den Flieger kann er nichts machen. Smack. So, den können wir jetzt ganz einfach mit unserem Typi hier blocken. Er macht aber nichts. Okay, und wir haben einen 4-2er für 4. Gehen das mal weiter in, den Kampfstep. Und greifen dann mit allen an. Er wird wahrscheinlich den Dreier blocken. Der ist bis jetzt noch nie durchgekommen. Aber der provoziert halt immer ganz gut Blocks. Ja. Oh, das kommt da. Blitzeinschlag fügt einer Kreatur oder einem Spieler deiner Wahl 3 Schadenspunkte zu. Gegen was spielst du das denn, mein Lieber? Gegen den Flieger. Okay, da können wir nichts gegen machen. Selbst das hier würde nicht ausreichen. Bitte, töte den Flieger. Aber bei Ruhmsucher kommt nochmal 2 Schaden rein. Und dann spielen wir den Hirsch. Den 2-4er Hirsch. Der sollte ganz gut sein, weil der ordentlich einsteckt. So, 2-2er, darfst du spielen, bitte. Oh, wir haben das Ding nochmal gezogen, sehr gut. Wir gehen weiter in den Angriffsstep und greifen dann wieder mit beiden an. Er
wird wahrscheinlich den versuchen zu blocken und dann werden wir das Healing hier mal raushauen. Jo. So, dann überlebt unser nämlich und der Gegner stirbt. Und unser Hirsch macht auch noch einen Schaden mehr. So, dann können wir noch einen Ruhmsucher spielen. Schön zur Verteidigung, wo er hat dann hinter nichts, was es angreifen könnte. Es sei denn, er hat irgendwas mit Eile. Weil Rot ist das immer so eine Gefahr. Rot hat relativ viele Kreaturen, die Eile haben, normalerweise. So, wir gehen in den Kampfstep, haben 2, 4, 6 und mit heroischem Ansturm haben wir. Angriff bestätigen und jetzt holen wir den Sieg! Machen ihm nämlich genau 9 Schaden. Slice. Animation nerven ein bisschen. Ich meine auch, ich hätte die ausgestellt, aber vielleicht geht das über der Kampagne einfach nicht anders. Sieg! Und Münzen! Jo. Ein Deck wurde aufgewertet. Alles klar. Nach 4 Jahren Training mit Hyksos bist du ein mächtiger Kampfmagier. Geworden. Hyksos glaubt, dass dein natürliches Talent für Magie einen ganz bestimmten Grund hat. Er hat den Verdacht, dass du, wie auch sein Mentor, ein Planeswalker sein könntest. Ja, wie es weitergeht, seht ihr dann beim nächsten Mal. Bis dahin, have fun, Werk 1. Tschüss!